Willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, das letzte Rise CCG Opening hat euch gefallen. Wenn ja, habe ich hier noch was Neues für euch. Und zwar einmal Collector Edition Sample Pack, also ein Probepack von den Collector Boostern, die bald rauskommen. Dann zwei Patreon Packs, einmal von Juli und August 2022. Also sozusagen Beta-Karten. Richtig coole Sache. Die werden wir in den nächsten drei Videos öffnen. Seid gespannt, bleibt dran und... So, da sind wir angekommen und wir haben hier das wunderschöne Collector Edition Sample Pack, a Trading Card Game by François von Aurélie Rice. Also ein richtig schönes Artwork hier, es ist Level Up. Hammer. Ich glaube hier in der... Okay, hier steht bei diesem Pack nichts drin, alles klar. Das war bei den Weihnachtspacks ja so, da stand ja zum Beispiel auch drauf. Es zeigt nicht die volle Qualität des Kartenspiels letztendlich. Das sind, wie gesagt, Sample Packs. Hier kann alles Mögliche drin sein. Es ist eine Collector Edition. Das heißt, es sind 10 Holos, glaube ich, drin. Es kann auch eine Gold drin sein. Wir schauen einfach mal, was wir hier drin Schönes bekommen. Ich freue mich sehr. Hier hoffentlich auch. Und ja, jetzt ist es soweit. Gehen wir rein ins Opening. Ihr könnt ja aber gerne in die Kommentare schreiben, wie findet ihr dieses Kartenspiel? Was gefällt euch besonders? Was gefällt euch vielleicht auch nicht? Kann ja auch sein. Und lasst uns die Karten rausholen. So. Pack legen wir mal hier zur Seite und schauen wir uns die Karten an. Hier sehen wir jetzt, ich habe im letzten Video ja mit dem Weihnachts-Opening, Valentinstag-Opening, wollte ich euch das ja mal zeigen, wie das aussieht mit dem Regenbogeneffekt. Ich glaube, jetzt kann man es ganz gut sehen hier an der Seite. Richtig cooler Effekt. Aber gut, schauen wir rein, was für Karten wir hier als Sample-Karten haben. Hier an der Seite, beziehungsweise unten, sieht man auch hier, dass da Sample steht, ja. Das sind Sample-Karten, Beispielkarten, Testkarten. Richtig geile Sache, dass ich sowas noch in die Hände bekommen konnte. Richtig schön. Wir haben hier Ash Clover. Rank 2 hier oben bedeutet, man kann diese Karte zweimal in seinem Deck spielen. Ja. Wenn ihr mehr über das Kartenspiel selbst wissen wollt, ihr könnt es auch aus Tabletop Simulator, könnt ihr das auch spielen, gar kein Problem. Aber gibt es auch den Roft Mode, heißt es glaube ich, dass man da auch Packs öffnen kann online. Also richtig coole Sache. Also hier haben wir ein Kleeblatt. Dann haben wir The Reaper. Ja. Und schaut euch einfach mal die Artworks an. Die sehen einfach atemberaubend aus. Meiner Meinung nach sehr, sehr schöne Karten. Auch mit dem Separierten, mit dem Selecten der verschiedenen Zonen wieder hier. Verschiedene Effekte auf verschiedenen Zonen der Karte. Richtig, richtig nice. Hier haben wir ein Rank 3, also könnten wir drei Karten davon im Deck haben. Hier unten, das ist immer die Seltenheitsstufe, ja. Umso mehr Flügel quasi dran sind, umso seltener ist das Ganze. Aber ja, Collector Booster sagt ja schon, hier sind einige coole, seltene Karten drin. Also nur Holos. In den normalen Packs wird es dann natürlich pro Pack, glaube ich, wahrscheinlich eine Holo geben. Und in den Collectors, guckt euch diesen Effekt an. Wow! Ich kann nur davon schwärmen, ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach so. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Und auch hier die Rückseiten sind wieder mit Effekten versehen. Richtig coole Sache. Hier haben wir Hermetic Champion, ein Summoner. Davon hat man immer zwei Stück in seinem Deck, beziehungsweise kann zwei Stück spielen. Und man muss halt zusehen, dass man die Summoner der Gegner besiegt, ja. Dann sind sie aus dem Spiel und man selber hat gewonnen, wenn man der letzte übrige ist. Und hier sehen wir auch den Unterschied. Ne? Schaut euch hier mal den Stamp an, den Goldstamp. Da sind auf jeden Fall hier Unterschiede zu sehen. Ja? Das ist eine seltenere Karte. Und es gibt auch immer wieder Karten, die angelehnt sind von anderen Spielen, von Indie-Games. Das steht dann hier unten immer drunter, wovon das quasi ist. Ja, hier haben wir den Holoclone. Auch eine sehr coole Karte. Schön in grün. Gefällt mir. Auch eine scheinbar seltene Karte. Hier haben wir Hourglass. Hammermäßig. Die habe ich, glaube ich, auch schon mit einem anderen Effekt. Kann ich gleich mal direkt gucken und dann euch nochmal zeigen am Ende. Auch eine schöne, seltene Karte. Uiuiui. Das ist ja genau die Karte, die mich trifft. Ne? Also hier haben wir einen binären Code drauf. Ich als ITler. Geile Sache. Werde ich aber jetzt nicht übersetzen, was da steht. Also wir haben hier ganz, ganz, ganz feine. Ich weiß nicht, kann man das mal zeigen? Ganz, ganz feine Schrift mit Nullen und Einsen. Richtig cool. Ja, so viel dazu. Schöne Karte, auch eine seltene Karte. Hier haben wir The Pit.
Rank 2. Ich weiß gar nicht, ob die Karte hier ein Summoner ist oder nicht. Keine Ahnung. So, dann haben wir noch Compulsive Accumulator. Auch eine schöne Karte. Ich mag, dass die so farbenfroh sind und... Ha, Hammer. Und haben wir hier schon die letzte Karte? Ich glaube, das ist die letzte Karte. Eine Ravenous Imp. Okay, die ist nicht besonders selten. Hier sehen wir ein ganz normales A. Ich glaube, das A steht für Alpha. Ja. Okay, das war mein Pack. Wir haben, glaube ich, 10 Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Karten. Leider keine Gold dabei, aber guckt sie euch an. Wunderschöne Karten dabei. Ja. Man kann sie übrigens auch mittlerweile graden bei Beckett. Falls ihr da Interesse daran habt, tut es, wenn ihr Karten habt. Wenn wir gerade dabei sind, hier haben wir das Hourglass in einem anderen Holofoil. Ne, so sehen wir hier. Und hier haben wir ein bisschen mehr Pünktchen im Holofoil. Auch schön. Hier haben wir noch eine Stock Master Chief. Und die hier finde ich auch mega schön. Overload meine ich. In zwei unterschiedlichen Holofoils. Das sind auch Sample-Karten, ja, auch mit einem A drin. Aber ihr seht hier auch schon wieder einen Unterschied. Ja? Das A in diesen Karten hier, weil die von 2021 noch sind, ist dann ein A in Weiß drin. Hier in den Stamps ist es immer Gold. Ja, und das hier sind, ja, ich glaube, das sind Patreon-Karten gewesen. Da haben wir da unten dann ein Fragezeichen drin gehabt. Auch coole Sache. Ja, also, so viel dazu. Ich hoffe, das Opening hat euch gefallen. Wartet auf die nächsten zwei Openings, da kommen ja noch welche. Und zwar von diesen beiden Packs. Ja, das sind Patreon-Booster. Hier, wo solche Karten drin sein können. Und natürlich auch in Holo, ne? Also, seid gespannt. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wie fandet ihr das Opening? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt einen schönen Tag und ciao.